Er kommt an, er nimmt da auf. Also alles das, was du sagst, nehme ich jetzt Also. mit auf. Also vorsichtig, was du sagst. Gut zu wissen. Ja, genau. Also nicht wundern, liebe Leute, wir sind heute auf einer Tour durch die Belgische Eifel, durch die Ardennen durch. Und da ist jetzt noch jemand mit im Funk drin, die Stimme, die ihr da hört. Also ist für mich auch neu, das erste Mal, dass ich dieses Dual-Vlogging mache. Ja, dabei ist der Jochen, ja, auch aus Aachen. Ich grüße euch. Hallo? Und dann Thomas und Heike aus Köln. Das erste, was wir anfahren, ist Limburg auf dem Berg da oben, die tolle Ecke. Und dann fahren wir von da aus über Spa nach Leglis, Laglis heißt es nicht, Leglis, Laglis zu dem Königstigerpanzer. Dann nach Co zu den Wasserfällen, dann über Eupen zur Gilepp-Talsperre und dann nachher zurück. Das ist nur eine kleine Runde, 118 Kilometer. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Also, freut euch. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Ja, auch wird sich der Ton anders anhören, Leute, als üblich, weil jetzt über das Dual-Vlogging, also über das Sena, die Sena-Verbindung über Mesh, die hört sich grundsätzlich anders an, weil diese Mesh-Verbindung so eine Rauschunterdrückung macht. Ja. Sonst würden die Fahrer untereinander die Windgeräusche des anderen immer hören und das wäre natürlich störend. Da bin ich mal gespannt, ob das Wetter stabil bleibt. Ne? Zieht sie ein bisschen zu, von Deckel drüber, aber gut. Ja, aber es soll trocken bleiben. Es soll trocken bleiben, ja, genau. Ja. Das wird mal eine ganz andere Art des Videos heute, was wir machen. Das finde ich cool, dass das funktioniert, weil, also wenn du dich damit beschäftigst, ne, das Sena-Signal, dieses Tonsignal auch mit aufzunehmen, also das auch, was die anderen sprechen. Da gibt es so viele Okay. komplizierte Lösungen, was die Leute da gebastelt haben mit 35 Kabel und Adapter und schlag mich tot. Und ja, ist so, ist wirklich so. Und vor, ich sag mal, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr hat Andreas Dück aus der Schweiz In was 900 rausgefunden. Metern im Kreisverkehr Ausfahrt 1 nehmen. Wie man dieses Sena so einstellt, dass es gleichzeitig die Sprache, die man hört und die man selber spricht, ausgeben kann. Also ein bisschen technisch, egal. Dann mit nur noch mit einem Kabel und dann funktioniert. Das finde ich klasse. Das ist für mich jetzt heute im Prinzip das erste Mal, wo Hallo. dann jemand sozusagen noch mit im Mesh drin ist und ich das aufnehme. Ne? Die mintfarbene Vespa, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber gerade im selben Moment habe ich so gedacht, die Farbe gefiel mir. Ja, So. irgendwie schon. Ne? Ja. Ich gucke gerade jetzt hier im Spiegel, ich sehe gerade die Ja. Heike die ganze Zeit hinter mir. Und so. Ja, kannst ruhig grüßen, Junge. Ja. Heute Morgen hat mich ein Harley-Fahrer begrüßt, aber da hat er die Sonne aufgestellt. Ah, schön. Ja, hier bin ich jetzt letzte Woche entgegengekommen, also von der anderen Seite. Fahren mit einer Winterbrücke links rein. Okay. Wo warst du da überall? Ach, ich kann mich, also ich habe jetzt, also eigentlich hauptsächlich alles Pompiers gekannt. Okay. Und bin dann auch in dem antiken, sag ich mal, übertrieben, Viadukt gewesen. Das ist ja echt Wahnsinn. In Athen. Das muss man mal gesehen haben. Okay. Ich habe es also jetzt mal auf Kalimoto, ist ja mitgeschrieben worden, die Tour. Ja. Kann ich hier gerne mal zukommen lassen. Ja, genau, da kann man mal eine Tour draus machen, da kann man das ja nochmal abfahren oder so, ne? Oh, mal gucken hier, Harley, ob sie grüßen. Moin, jo, er Ja. grüßt. Ja.
Er hat nur komisch geguckt. Was ist das denn? Ist das ein Roller? Ja, ich glaube, der hat gerade Probleme. Den Berg anzufahren. Ah, hier geht es schon los, ne? So in den Schluchten. Guck mal rechts da oben, da, das Kloster oder was das ist, da dieses Haus. Hör mal, das ist ja mal wieder. Boah. Also diese Mintfarbe, ne, mit dem schwarz abgesetzten Bügel, die die dran hat, die Heike, das sieht schon gut aus, das Ding. Von der Farbe, das gefällt mir, ehrlich. Ich meine, gut, ich würde sie mir jetzt persönlich nicht kaufen. Das ist. Nein, ist. Aber sie sieht schick aus, ehrlich. Ja. Sehen wirklich schön aus. Ja. Ach, schön gepflegt, wirklich, wirklich. Ja, und dann diese Rappelstraße hier, ne? Ja. So, hier geht das los hier. Das ist jetzt Träumchen rechts und links, ey, ehrlich. Ja. Das ist wunderschön, ja. Boah. Guck dir das an. Das ist doch mal klasse. Rechts abbiegen. So, jetzt sind wir hier an dem Weg, genau. Oha. So, weiter hier im Text, Leute. Ja, dieser Platz hier oben in Limburg, der ist einfach nur klasse. Ja, jetzt geht es los hier. Guck mal, da geradeaus vor uns. Jetzt kommen wir in die Schlucht runter. Boah. Oh, was haben wir hier? 10% Gefälle. Das ist ein Träumchen, Leute. Ach, als ich das letzte Mal hier runtergefahren bin, genau, ich erinnere mich noch, da sind Fahrradfahrer vor mir gefahren. Die sind hier mit 50 oder sogar noch ein bisschen schneller hier runtergeknallt, ehrlich, wenn die sich auf die Fresse legen, ey. Ja, ein Drängler hinter mir, also ja. Wenn gleich einer vorbei saust, ja. Erschreckt euch nicht. Ich halte ihn noch auf Abstand. Mach dich breit. Eben, genau. Breites Kreuz hast du ja. Ah, guck dir diese Twisties hier an, ey. Was jetzt hier kommt. Ja, total geil. Ich liebe das. Ich liebe das. Ja, willkommen in den Ardennen, Leute. Jetzt brauchen wir einen Stoßdämpfer. Ja, machen wir auch kurz die Kiste aus, ja. Also sowas findest du nur, wenn du durch so einen Nebenstress hinfährst. Das ist doch heftig, oder? Guck dir das an. Jochen, du hast Strecke, ne? Ich mal. Solange mein GPS noch da ist, fahre ich mal. Ja. Ja, die Straße hier, das ist schon vom Feinsten, ne? Ja. Da wird in Deutschland noch nicht mal mehr ein Bauer drüber fahren.
Boah, hier, das hier runter. Okay. So, das ist das Ding hier. Das ist der Hammer, oder? Guck mal da oben hoch. Das ist ein Hammer. Das ist mal heftig hier, oder? Hast du gesehen? Da guck mal, da steht 1872, 1927. Guck mal, wie alt diese Gräber da sind, ne? Also möchtest du immer noch nachts hier rumlaufen? Ich hätte da kein Problem mehr. Wir haben ja all den Knopf, wo die den Stein mit noch Nein, Leute, fahren, wo die ich, dann ich gehe nachts nicht rum. Nein. Und bist du angetan? Super, das, ich liebe das. Ey Leute, dieser Friedhof hier, das ist der absolute Oberhammer, ne? Wenn ihr mal hier in der Ecke seid, ihr müsst da mal hinkommen. Das müsst ihr euch mal antun. Wirklich. Ja, der geht noch bis da oben hinten, bis an die Waldgrenze oben ran. Wir sind vorhin, als wir rauskamen aus dem Waldstück, konntest du ein Stück von dem Friedhof sehen, die Ecke. Guck mal, wie weit das da noch hochgeht, da oben. Hast du schon mal sowas gesehen? Nee, ne? Sowas sieht man nicht alle Tage. Hier kommen sie nachts raus. Oje. Boah, nee, nachts würde ich hier nicht gehen. Nein, ich würde hier nachts nicht rumlaufen. Deine Frau hat Spaß? Ey, absolut. So, ich gucke mal, ob ich jetzt hier die Drohne steigen lassen kann. Heike ist hier noch unterwegs im Gepiff. Okay, weiter geht's. So, jetzt sind wir ein Spar unten dran, ne? Genau, ein Stück Spar und das... Ja, ja, jetzt kommen wir glaube ich vom Marktplatz oder irgendwo da an. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, kann sein. Ja, da sind viele schöne Cafés. Ah, was willst du denn sagen? Was denn? Ja, mit dem Motorrad bin ich ja auch schon mehr oder weniger oft in Belgien unterwegs gewesen. Okay. Ja, das ist ja nicht, ne, ne. Weiter nach links. Und da kommen so Schnuckelhäuser hier, guck mal. Das ist ein Schnuckelchen, ey. Ja. Das ist ja tiefst gestört. Ja. Die haben die Schlachten getobt. Ja, genau. So, wir müssen jetzt hier links. Oh, da ist aber eine Spitzkehre hier. Hallo. Wollt mal rumkommen? Ja. Jetzt müssen wir gleich zu diesem Schloss kommen, Freudenkur. Das ist auch total, also das ist so ein bisschen versteckt liegend, ja, so ein bisschen mit einem kleinen Waldstück. Und dann taucht auf einmal dieses Ding auf da, ne? Wahnsinn. Guck mal da links runter, was da runter geht. Genial. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Belgischen Ardennen halt eben, ne? Ja. Die Ardennen ziehen sich auch noch weiter. Luxemburg ist ja auch noch Ardennengebiet und Frankreich rein. Ja. Traumhaft. Das ist wie gemalt. Ja. Wie gemalt. Das ist echt träumst dir. Also das sind so Ortschaften, also nach Oh, jetzt warst du gerade weg. Ich glaube, die Funkverbindung ist weg. Das sind dann Örtchen, wo ich sage, auch ihr könnt es auch aushalten. Ja, ne? So. Ja.
Ruhe, Landschaft, wunderschön. Traumhaft. Und wie viele Kilometer sind wir jetzt von Aachen weg? 50 Kilometer oder was? Ja, allerhöchstens. Ja. Spa ist, glaube ich, so was knapp unter 40 Kilometer weg, ja. Richtig. Aber wir haben schon Glück mit unserer Eifel und den Ardennen. Ja, ist richtig. Wir liegen tatsächlich wirklich richtig gut. Oder in Schlagdistanz zu wirklich schönen Strecken, ne, und schönen Gebieten. Ja. Oh, was ist hier? Der Friedhof oder was? Oder wie, schon wieder ein Friedhof? Ja. Nein, Heike, wir fahren jetzt weiter. An jedem Ort ein Friedhof. Ja. Bei dir zeigt er aber auch diese Route hier an, ne? Ja. Okay. Ja, ist klar. Die von dir übernommen. Ach so, meinst du wegen... Ja, zeig dir gleich an. Wie herrlich. Das ist geil, oder? Ja. Das ist geil. Ja. Ich glaube, bevor Claire achten, ist Nebensache. Ja, das ist irgendwie gefährlich, ne? Du guckst rechts und links und dann auf einmal, oh, upsala, Auto. Ja. Ups. Oh, jetzt hier ist hier wieder ein Stück, nicht ganz so gute Straße. Ja, ich wollte kurz sagen, da hast du ein Händchen dran. Ja, nee, ich nicht, die Belgier haben da ein Händchen dran. Ah, das geht aber noch hier. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, also wir beweisen definitiv, dass auch eine Vespa geländefähig ist. Ja, genau. Steht noch Großmaschinen in keinster Weise nach. Und ein bisschen nachteilig ist der Federweg, aber ansonsten okay. Ja, ja. Das nehmen wir jetzt nicht so genau. Ich hoffe, das ist nicht aufgenommen. Doch. Dann kriege ich einen Vertrag bei Vespa. Das ist, wo du hier hinkommst, ne? Wenn du so diese Nebenstraßen-Dinger wärst. Ja. Unglaublich. So, jetzt kommen wir hier nach Château-Francourt. Unwahrscheinlich geiles Ding. Das ist ein Hotel übrigens, ne? Ja, dann bleiben wir hier das Nacht. Zahnbürste hab ich dabei. Ja, genau. Ja, hier. Boah, guck dir das an. Boah, ist doch heftig, oder? Ja. Wolltest du uns heute zum Essen einladen, Thomas? Da ist Restaurant, Hotelbetrieb, da. Ja. Das Wetter wird ein bisschen schlechter, ne? Aber ja gut, es zieht sich was zu, aber ja, ich hoffe, das der Regen soll wegbleiben. Ja, ne? Eigentlich schon. Aber das weißt du in den Ardennen nie, da bleibt das Wetter hängen, ne? Eben. Oh, jetzt kommen wir gleich nach Königstiger, oder? Das ist jetzt hier. Ja. Hinter der Kurve. Ist da auch nicht dieses Museum drin? Ja, das ist richtig, da ist so ein Museum, ja. Da war schon mal drin. Äußerst interessant. Hier ist viel los. Ja, guck mal. Ja. So, und hier steht er. Guck dir diesen Pott an.
Ja, da ist auch dieses Museum. Da war ich schon drin, genau. Den kenne ich. In dem Gebäude, dem alten, wo dieses Museum drin ist, ja. Das war im Krieg ein Sanitätsgebäude. Okay. Die Verwundeten aus dem Ardennenkrieg, die deutschen Verwundeten, wurden da versorgt. Ah, okay. So, dieses Stück Straße ist mal total ungewöhnlich, weil es ist richtig gut ausgebaut und neu und so. Hier kannst du jetzt richtig bis Co. geht das jetzt hier wirklich über eine gute, ja, gut ausgebaute Straße hier. Da kannst du schön fahren. Räumchen. Mein Träumchen. Oh, ist das hier geil zu fahren, oder? Ja. Ja. Welches dahin cruisen? Das ist cruisen, ja. Ja. Drück die Maschine in die Kurve. Drücke. Drücken, drücken, genau. So, rechts. Wir sind jetzt wieder im Tal der Ablaise, ne? Ja. Genau. Schön, das schöne Viadukt an. Ja, richtig. Kommt jetzt, da fahren wir drunter durch und dann geht's sofort links dann weiter. Ja. Boah, cool, ne? Und. Räumchen, ja, und rechts hier am Bläff. Oh. Auch nur mein dreirädiger Roller dabei war. Ja. Ja. Die werden auch immer mehr und mehr, ne? Sieht man die. Ja, ja. Ne? Ja, überleg mal, was ein Führerschein kostet heutzutage. Ja. 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 Da kaufe ich mir ein drittes Rad dran und dann kann ich ihn auch fahren. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß ja, was Kasi bezahlt hat für seine Yamaha Tri-City da, ne? Ja. Da kannst du auch einen Führerschein machen und dann trotzdem noch ein Motorrad kaufen, ne? Ja, schön. Die sind nämlich relativ teuer, eigentlich. Gut, die Yamaha, die geht noch, aber diese von Piaggio, die MP... Ja, MP3. MP3 heißt die, genau. Die bin ich mal gefahren. Echt? Ich noch nie, ne? Ja, warte mal, ich wollte einfach wissen, was für ein Gefühl das ist, ja. Ob die wirklich so, du merkst gar nicht, dass du drei Räder benutzt. Die geht genauso satt in der Kurve wie alle anderen auch. Ich muss das auch irgendwie mal, ja. Ja, ist eine Erfahrung. Definitiv. An der Ampel dann stehen bleiben, ohne Füße runter. Ja. Schon, aber das ist natürlich auch mit Alltagsgefährt. Option der Sicherheit, ne? Bei nassen Straßen und so. Dann ja, aber ich weiß auch vom Abi, also bei langsamer Kurvenfahrt, da ist das auch nicht ganz ungefährlich. So, wir sind jetzt hier in Co. So, sammeln wir uns erstmal ein bisschen und dann gucken wir jetzt hier hinten rüber, links, da kann man parken. Ja. Genau, da ist es nämlich ein Zweiradparkplatz da. Ach, jetzt wünsche ich, guck mal da raus, guck mal, herrlich. Ja. Wärmer.
Es wird wärmer. 0,2 Grad. Das ist spürbar. Genau. Ah, schmeißt einer da Müll an die Straße. Gib mir doch nicht. Ja, und Belgien gibt es ja schon. Ja, boah, ekelhaft, so was, das mag ich ja überhaupt nicht. Auch wenn so Kippen rausgeworfen werden und so weiter. Ja. Jeder hat einen Aschbecher im Auto. Richtig. Then I know what I'm praying for. Set me free from the chains on my hands and feet I wear. It's like lusting for a woman who only wants a millionaire. She said, you know me, you can find me at the highway cone by the open phone. So I think I'll let you kiss me once. She said, you know me, you can't find me at the halfway cone by the open phone. I'm a lover, not a runner. So I think I'll let you kiss me once. Yeah, it's a quarter to three. By the time I hit the hotel, keys on the floor, falling deep into the cheap smell of 409 and knockoff pipe. Phone starts to ring, but it's all in my mind. She said, you know me, you can't find me at the halfway cone by the open phone. I'm a lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me once. She said, you know me, you can't find me at the halfway cone by the open phone. I'm a lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me once. It was only a dream. It was all just a dream. It was only a dream, as real as it seemed. Just a dream. It was only a dream. It was all just a dream. It's realized it's safe. Wunderschöne Ardennen hier, ne? Wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke hier, echt. Ja. Jetzt geht's ja kurvig hoch. Ja, sehr. Ist hinter dir ein Motorradfahrer? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, ja. Ich denke mal, der wartet auf die Gelegenheit vorbeizufahren. Jetzt zum Beispiel. Dürener, ganz klar. Ah, alles gut. DN. Also du fährst jetzt hier eine unheimlich schöne kurvige Strecke rauf. Ja, wahnsinnig schön, ne? Ja. Echte schöne Twisties hier, guck dir das an. Boah. Ja. Wunderbar. Wie gesagt, Hausstrecke. Hausstrecke. Mit dem Motorrad bist du genau auf das hast du gehofft. Kurven. Ich muss mal mir das merken, dieses Stück hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Bäumchen. Echt? Und so, ja, nicht nur den Kurven her, sondern wirklich auch von der Landschaft her, ne? Ja, ja. Boah, ist das geil, ja. Wie gesagt, wir fahren jetzt quasi auf die Höhe vom Fenn. Kommen dann noch durch zwei, drei kleine Ortschaften.
Ja, fahr mal. Muss man nur zugestehen, da kann man mit dem Motor kann man die Kurven anders nehmen. Ja, okay. Aber hier kommen aber enge Dinger, du. Ja, sag ich ja, das ist hier so genial. Motorrad, wunderschön. Wo seid ihr? Wo bleibt ihr? Ich versuche den. Hm? Ja, ist jetzt schon. Ah, sie fährt ein bisschen vorsichtig. Ja, ist doch korrekt. Alles gut, alles gut. Wenn man sich nicht kennt, ist das genau richtig. Weiß nicht, wie oft ich hier schon Augen runtergefahren bin. Zum Kaffee. Zum Kaffee, aber in Kuh bist du noch nie gewesen. 5 Kilometer weiter, so weit guckt er nicht. Nur Kaffee. Boah, das ist ja echt eine Traumstrecke hier. Ja, ich sag ja, die ist super. Wunderschön. Eine Kurve schön auf die andere, ja. Weg, ihr Rucker. Ja, sorry Leute. Leider hatte sich zum Schluss die Verbindung vom Mikrofon zur Kamera verloren. Warum, wieso, weshalb auch immer. Da wir jetzt am Ende der Tour waren, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Trotz allem hoffe ich doch, euch hat die Tour gefallen? Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne auch ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.